Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Hitman. Und wir hatten ja in der letzten Folge die Möglichkeit, die Wachen entweder auszuschalten oder leben zu lassen. Und wir entscheiden uns dafür, sie leben zu lassen. Das Herz für virtuelle Menschen. Ihr wisst Bescheid. Leute am Leben zu lassen ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Genau, das macht den lautlosen Killer aus. Also wir haben sie am Leben gelassen, kann natürlich nachher zu Problemen führen. Aber insgesamt war das wohl die bessere Entscheidung, denn wir haben ja auch ein Herz für virtuelle Menschen. Und wir haben ja eben schon ein paar weggemetzelt, weggemoscht, um das mal so zu checken mit dem Nahkampf und so. Ah, da können wir an der Kante lang hier. Scheinbar. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen, der Agency und mir. Diana müssen wir erledigen auf jeden Fall. Das ist unser Ziel und dann dieses eine Mädchen befreien. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super! Ja, danke, Doc. Ja. Ich dachte... Gerade noch so eine glückliche Nachricht bekommen und jetzt direkt tot, aber wenigstens ist er freudig gestorben. Tut mir leid, Freunde, aber der stand im Weg. Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Oh. Jetzt habe ich außerdem das Filetiermesser rübergeworfen, ne? Komm schon, schlaf ein, mein Freund. Ich wollte ihn nicht umbringen. So, jetzt hier erstmal die Waffe, die können wir schon. Jetzt die Klamotte nehme ich mal mit. Verkleiden wir uns als einer von denen, als einer von den Wachmännern. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Wie lustig ich gerade mein komisches Filetmesser da aus Versehen rübergeworfen habe. Eigentlich wollte ich den natürlich treffen, aber es hat ihn abgelenkt. Also man sieht es hier gerade wieder. Diese Ablenkungssachen, das ist gar nicht mal so ohne. So, und hier können wir jetzt die Tür öffnen. Weiter spazieren. Zugang zum Anwesen verschafft. Geiler Waffenschrank. Sicherheitssystem deaktivieren. Hier schauen wir uns aber nochmal kurz um. Agent 47 ist zurück. 47. Was haben wir denn hier? Als Anwesen-Innenwache können wir uns da verkleiden. So, und jetzt die Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Wir sind ja schon als Innenwache verkleidet, insofern lohnt sich das nicht, jetzt sich nochmal umzuziehen. Es sei denn, wir brauchen ein neues Shirt oder so. Warum aber nicht? Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Schlüsselkarte beschaffen. Hey, mir kannst du es doch sagen. Meine Lippen sind versiegelt. Dieses Rezept. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Ich werde die geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Oh Mann. Sehe ich da schon irgendwas mit Kochtopf und so? Salz. Nein, nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Ich lass die einfach mal da machen. Alle mal herhören. Miss Burnwood ist oben unter der Dusche und kommt demnächst runter. Oben unter der Dusche also. Niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich.
Eines verspreche ich euch. Wenn ihr das hier vergeigt, arbeitet ihr nie wieder in dieser Branche. Sie sind jetzt im Nahkampf. Erledigen Sie Ihren Gegner. Alle Zeugen wurden beseitigt. Niemand ahnt etwas von Ihrer Identität. Und niemand schöpft Verdacht wegen Ihrer Verkleidung. Und den schleifen wir mal dringend schnell hier rüber. Du warst doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Kaum. Sie ist höflich, aber total in sich gekehrt. Sitzt nur da und starrt Löcher in die Luft. Scheint einiges mitgemacht zu haben. Und ob das hier so gut ist, weiß ich nicht. Komm, wir lassen ihn einfach mal hier liegen in der Ecke. Ich habe jetzt gar noch keinen Mülleimer zur Hand. Ihre keinen Schalldämpfer und könnte ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen sie nicht ihre schallgedämpften Silverballer? Wenn ich die Jalousien öffne, ist das doch sehr aufmerksam. Das lasse ich doch auch mal alles lieber. Ich spioniere mich hier ran. Für diese Tür braucht man eine Schlüsselkarte. Und die brauchen wir wahrscheinlich, diese Schlüsselkarte. Und die haben wahrscheinlich die Wachen. Will ich mal in den Raum werfen? Will ich mal behaupten? Ich denke mal, das ist so. Was haben wir denn hier noch für eine Tür? Ein Badezimmer einfach nur. Ein schönes Badezimmer. Ein sehr schönes Badezimmer sogar. Kontrollpunkt. Ah, sehr gut. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Schlaftabletten nehme ich auch mal mit. Wer weiß, wo wir die noch gebrauchen können. Und jetzt könnte ich theoretisch auch die Leiche hier reinlegen in den Wäschekorb. Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Danke, liebe Infofrau. So, ich schleppe jetzt erstmal den einen Typen da rein. Muss natürlich sehr vorsichtig weiterhin vorgehen, am besten. Und den schleifen wir mal hier rüber. Langsam aber sicher. Zum Glück habe ich vorher ein bisschen Dishonored gespielt. Dann gehe ich jetzt nicht ganz so haudraufmäßig vor. Man kann jetzt auch natürlich einfach sagen, hey, ich töte sie alle und greife an. Aber wir probieren es natürlich erstmal immer auf dem Schleichweg. Das wird schon oft genug scheitern, insofern werden wir definitiv auch noch ein paar Leute töten müssen. So, rein mit dir. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. So, und jetzt öffne ich die Jalousie. Gucken, was passiert. Hey, tolle Aussicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Gut, und jetzt genießen die Typen die Aussicht. Und einer von denen muss ja diese Schlüsselkarte haben wahrscheinlich. Das bedeutet, ich muss nach unten, sonst komme ich da nicht rein. Zu Diana, zu unserer Zielperson. Aber abgelenkt haben wir die schon mal. Also mir gefällt das Spiel bisher sehr gut. Grafik kann sich auch sehen lassen und spannend ist es auf jeden Fall gestaltet. Ja, Mann. Wenn wir auffliegen, müssen wir die alle ausradieren. Oh. Scheiße, diese Jalousie ist wieder runtergegangen. Ich habe zu lange gewartet scheinbar. Das kann ich natürlich nur hoffen. Genau, dass ich den einen Typen von hinten ausschalten kann, ohne dass es auffällt. Aber da vorne kommt rechts auch noch einer. Nicht gut. Nicht gut, jetzt hängen wir fest hier. Erstmal die Wege abwarten. Und da haben wir eine der Zielpersonen. Ich glaube, das ist der Typ mit der Schlüsselkarte, oder? Alpha, wie viele hier sind das? Wie war das? Eingeschlafen? Wie heißt er? Greenborn? Stellen Sie seine Uniform und seine Waffe sicher und schmeißen Sie ihn raus. Der Kerl wird für den Rest seines Lebens seinen Getreidespeicher aus Texas bewachen. Das Teil ist ja total verstimmt. Wir sollten einen Klavierstimmer hier bestellen. Okay, hier bleiben bringt jetzt nichts. Ich glaube, wir sollten nochmal nach oben rennen. Einmal schnell hier hinrennen. Und nochmal die Jalousie öffnen. Weil das war gar nicht so schlecht. Das mache ich gerade nochmal. So, und jetzt nutze ich die kurze Zeit, während die Aussicht nochmal genießen. Um
um da einen nach dem anderen auszuschalten, auszustellen. Vor sich der eine Typ da, der den Schlüssel hat. Der Anführer der ganzen Wachmänner hier scheinbar. Dem wollen wir folgen, dem wollen wir schnappen. Der ist nach oben gegangen. So, jetzt ist unsere Chance. Schlüsselkarte, da haben wir sie. Und jetzt können wir den Typen schleppen. Ziehen wir mal nach oben und legen ihn ins Badezimmer, damit es auch gar nicht auffällt. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Aber ich mach das doch nicht für Punkte, Freunde. Ich mach das vor allem zum Spaß. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Aber das bringt doch alles Punkte, wenn ich die Leichen verstecke und wenn ich da um die herumgehe und all sowas. Oh, die Büste. Die nehme ich mal mit. Vielleicht können wir die noch auf irgendwen werfen nachher zur Ablenkung. So, jetzt haben wir natürlich die Schlüsselkarte, mit der wir eindringen können. Die anderen Typen müssen wir ja gar nicht umbashen. Wir können ja mal F1 drücken, ganz kurz. Killertechniken verbessern dauerhaft ihre Fähigkeiten. Dies gilt für den Story- und den Aufträge-Modus. Herausforderungen haben wir hier. Meister, ein persönlicher Auftrag, Chamäleon, Beweissammler, Infiltrator, Anzugpflicht, moderne Kunst. Besondere Würze, verdammt guter Kaffee, spielen Sie es nochmal und so weiter und so fort. Punktzahl hier. Punkte vergleichen, Schwierigkeitsgrad normal spielen wir, plus 25% und die Herausforderung plus 5%. Boah, und der Typ hier, der Björn Monkey Frogger Hans Master, geiler Name, hat die Mission mit 34.000 abgeschlossen. Der Schnitt in Deutschland ist übrigens unter dem globalen Schnitt, wie man hier sieht. Die Deutschen schaffen es im Durchschnitt mit 11.673, der globale mit 12.517. Also, daran richten wir uns aber natürlich nicht. Das ist ja uns egal. Hauptsache, wir haben Spaß an dem Spiel. So, jetzt können wir hier aufschließen mit der Schlüsselkarte. Zugang gefunden. Waffenhandling 1, freigeschaltet. Nähere mich der Zielperson. Diana. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Apropos abdrücken, vielleicht schnell mal die Knarre schnappen. So, und jetzt das schlechte Gewissen. Ob wir sie wirklich umbringen können? Die Diana, die uns verraten hat. Unser erstes Auftragsziel für den Auftragsmord. Diana gefunden. Oh la la. Gnadenlos. Agent 47. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben Sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie, 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Das geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel.
Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es.